Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kinga. Es gibt heute eine Videoantwort für einen YouTube-Kollegen von mir, für Günni vom Breakout-Kanal. Und dieses Video ist für alle die mitbekommen haben, was am Wochenende auf meinem Kanal abging. Für alle anderen sage ich mal, freut euch auf Freitag 13 Uhr, da kommt mein nächstes Blackout-Video. Und zwar geht es diesmal um das Blackout-Experiment oder beziehungsweise die Blackout-Challenge für euch. Seid also hochgespannt. Ihr dürft natürlich gerne mit zuschauen, aber okay. Vorab noch ganz kurz möchte ich an Survival Pete, meinem YouTube-Kumpel, gratulieren zu den 3000 Abonnenten. Also, hast du dir verdient, mein Freund. Den Kanal kann ich euch nur wärmstens empfehlen, weil der Pete ist einer der wenigen, also der Peter ist einer der wenigen Leute, den ich wirklich zutraue, dass er mit minimalster Ausrüstung auch wochenlang in der Wildnis überlebt. Und das hält er in seine Videos fest. Also der Kerl hat echt was drauf. Kann ich also nur empfehlen. Gut, das mal kurz vorab. Was geht es in dem Video? Ich möchte zuerst mal meinen, und was mich richtig freut, meinen YouTube-Kollegen Günni vom Breakout-Kanal als meinen Abonnent begrüßen. Also da bin ich richtig stolz drauf, weil ich schaue ja deinen Kanal schon seit Jahren. Da habe ich noch nicht einmal dran gedacht, dass ich irgendwann mal YouTube betreiben möchte, habe ich deinen Kanal schon gesagt. Also freut mich richtig. Und ich kann jedem empfehlen, mal beim Günni rein zum Schauen. Gibt es einfach Breakout-Kanale, da kommt er dann schon. Vor allem in die älteren Videos, da haben richtige Schätze drin, was man auf der Flucht beachten sollte und. Also wirklich Top-Videos. Die neuen Videos, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Ich schaue die meisten trotzdem. Aber Günni, wenn ich die schon mal dran habe, kommentieren kann man bei dir leider nicht. Wir würden dich alle gerne mal wieder draußen sehen. Also, nimm das mal als kleinen Tipp mit. Gut. Ach, bei der Weinung, Günni, wenn ich gerade so mit dir spreche, wenn du Infos aus meinen Videos nimmst, kannst du jederzeit gerne machen. Du kannst mir gerne E-Mail schreiben, anfragen, wenn du noch Background-Wissen brauchst oder sonstiges. Würde mich richtig freuen. Würde ich mich geehrt fühlen. Nur wenn du Infos nutzt, dann bitte auch richtig weitergeben. Ich möchte hier eine kleine Ding, es war wahrscheinlich nur ein Versprecher, aber wie du, ich meine, du weißt ja selber, wie schnell das geht, in einem der letzten Videos zum Mini-Well hat eben der Günni gesagt, dass Aktivkohle Viren und Bakterien filtert. Alle Bakterien und so weiter raus. Und natürlich in diesem Zusammenhang mit dem Aktivkohlefilter auch Viren. Und das ist natürlich nicht richtig. Sondern der reduziert das Ganze noch. Aber es ist kein Filter im herkömmlichen Sinn, der das komplett rausnimmt. Und wenn du mir schon vorwirfst, dass ich die Leute in den Tod schicke, dann magst du mit Sicherheit aussagen, das ist erst richtig. Weil, wenn es für mich gilt, sollte es für dich als Breakout-Kanal erst recht gelten. Also, liebe Leute, Aktivkohle reduziert, ja, filtert aber nicht. Genau. Was ist jetzt aber passiert am Wochenende? Ganz einfach, ich habe am Freitag ein Video hochgeladen, wo wir am Berg gegangen sind, an unserem tatsächlichen Breakout-Platz. Also das ist mein persönlicher Plan D, wenn gar nichts anderes mehr fruchtet, wäre das der richtige Platz, den wir uns mühsam ausgesucht haben, der richtig gut ist und wo wir einfach mal nachschauen wollten. Es hat Schneechaos gegeben, es hat viele Stürme gegeben, ob der überhaupt noch bewohnbar ist oder ob vielleicht keine Bäume mehr da sind, wir wissen es ja nicht. Und das war eigentlich so der Hauptgrund. Dann wollten wir zusätzlich testen, ob wir noch mehr Material mit hochschleppen können. Hier haben wir uns heute halt im Rahmen dessen, dass wir gesagt haben, wir machen uns einen gemütlichen Abend, einen Kasten Bier mit hochgenommen. Wir hatten einen Dutch Oven dabei, also richtig Gewicht, einfach mal um das zu testen. Wir wollten auch unsere neue Ausrüstung testen und einfach viel Spaß haben. Da wir dort an unserem Breakout-Platz waren und ich eine Breakout-Serie habe, habe ich das Video richtigerweise Breakout, Flucht in den Wald, Schlafsack-Check, Setup-Test genannt. Nun hat aber Günni, der scheinbar ein Patent auf das Wort Breakout zu haben glaubt, daraus eine Vollübung gemacht und hat natürlich gesagt, ja, das ist ja völlig Blödsinn. Im Fluchtfall Feuer machen, im Fluchtfall dieses machen, eine orange Hose anhaben, die Tarnung völlig falsch und. Stimme ich seine Aussagen zu? Ja klar, logisch. Allerdings nicht zu 100%, lieber Günni, aber da kommen wir gleich noch drauf. Manche Sachen konntest du nicht wissen, weil du warst noch nie dort. Du kennst die Gegebenheiten nicht. Du hast wenig Ahnung vom Berge, habe ich festgestellt. Ja, hier kommt es. Also Günni, das halte ich dir wirklich vor.
Du wohnst in der Karte ganz oben in Deutschland, da ist es flach. Der liebe Stefan wohnt unten an die Berge, da geht es so. Wenn jetzt, um es mal auf Bayerisch zu sagen, ein Preis an Bayern sagen möchte, wie er es in die Berge zum Verhalten hat, oder in unserem Fall ein Infanterist fünf gelernten Gebirgsjägern erklären will, wie sie sich am Berg zu verhalten haben. Nehme ich seine Kritik ernst? Zu 100%? Nein, überhaupt nicht. In der Schule hat man einfach gesagt, Günni, Themaverfehlung, Sätzen 6, es ging nie um eine Breakout-Übung und jeder Zehnjährige hat das auch erkannt, weil wer nimmt den Breakout einen Kasten Bier mit? Auch wenn er getarnt war. Schöne dunkelgrüne Farbe im Übrigen. Es ist auch mal so, wenn ihr zum Beispiel Fußball spielt, ihr spielt ja nicht immer ein komplettes Spiel durch, sondern ich trainiere mal Ecken, ich mache mal das. Also eine Übung muss nicht immer eine Vollübung sein, lieber Günni. Es kann auch nur mal eine Teilübung sein. Aber da kommen wir gleich drauf. Bin ich Günni deswegen böse? Na, deswegen sicher nicht, weil es waren für mich viele Zusatzklicks, es waren ganz viele Zusatzkommentare und ich hatte einen Heidenspaß. Ich habe mich kaputt gelacht beim Video, ziemlich von Anfang bis zum Schluss. Die Kameraden ging es ihm übrigens ähnlich. Und es war wieder echt geile Werbung für mich. Also, da hier, vielen Dank, Günni, gerne wieder. Und jetzt kommt's. Ich muss mich ja jetzt geadelt fühlen, weil bis jetzt hat Günni ja nur so Größen kritisiert wie Fritz Meinecke, Survival Martin, glaub sogar Survival Deutschland auch noch. Und jetzt Outdoor Kimga. Aber lieber Günni, ich spiele jetzt einfach mal mit und gehe davon aus, das wäre ein richtiges Breakout-Szenario gewesen. Und da gehen wir einfach zu deinen Kommentaren. Der erste Kommentar, ich habe jetzt nicht alle im Kopf, ich werde nicht alle durchgehen, aber ein paar Kommentare, die muss ich kommentieren, sagt man es dann so? Ja, okay. Es geht damit los, er wirft uns vor, einen Lebenbaum zu fällen. Mit der Videokamera habe ich es auf 80 Meter Entfernung Bäume aufgenommen und den Baum, der tatsächlich gefällt wurde, den sieht man nicht mal, weil ein anderer Baum davor steht. Aber scheinbar hat Günni den Röntgenblick und hat das gesehen. Nur lieber Günni, warum sollten wir Lebenbäume fällen, wenn dort hunderte von Totbäumen rumstehen, die viel besser brennen? Also was für ein Schwachsinn soll das denn sein? Also wenn du schon seine Aussagen triffst, dann frag vielleicht vorher noch, bevor du irgendeinen Blödsinn in die Welt setzt. Weil das ist... Ja. Der nächste Punkt, und das war die beste Aussage. Wir werden sterben. Warum? Wir haben es tatsächlich einen Haselnussstecken genommen, haben den angespitzt und haben den zum Umrühren hergenommen. Ja. Liebe YouTuber da draußen, liebe Auto-YouTuber, fast jeder von euch hat sich schon mal einen Holzlöffel selber geschnitzt. Ihr werdet sterben. Und dann, lieber Günni, wenn ich sowas sage, dann solltest du nicht die Baumarten verwechseln. Weil so wie du das gesagt hast, würden sich jetzt alle wirklich einen giftigen Baum suchen. Und daraus einen Löffel machen. Also, nein, sorry, du tötest Leute, nicht ich. Nächster Punkt, und das ist mein Lieblingspunkt. Der Platz an sich ist scheiße. Weil er ist ja an einer Schräge. Lieber Günni, nochmal, bei dir ist es so, bei mir geht es so. Bei mir gibt es keine Geraden, es ist überall schräg im Gebirge. Wenn du schon mal dort warst, was ich davon ausgehe, solltest du es wissen. Jeder, der am Berg geht, der ist sich jederzeit und immer des Risikos bewusst, dass jederzeit und immer und überall ein Stein runterfallen kann. Das ist einfach mal so. Und das Risiko ist an diesem Platz nicht höher als anderswo. Ein gewisses Restrisiko ist natürlich da. Nur, da ist seit Jahren nichts mehr runtergefallen. Warum sollte jetzt auch etwas runterfallen wie mir daheim? Im Winter gebe ich dir recht, wenn du gesagt hast, der Platz ist lawinengefährdet. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber Steine gefährdet? Nicht mehr als anderswo. Dann ist ja cool, also hier hinten ist ja so eine Steilwand und dann geht es so leicht abschüssig runter. Das hat er dann moniert. Lieber Günni, in die Berge findest du keine Ebenen. Nochmal, bei uns geht es so und wir sind heilfroh, das gefunden zu haben, weil es zumindest halbwegs eben ist. Oder manche Stellen gibt, die relativ eben sind, wo man dann meistens quer schlafen kann.
Und sowas wie Leben in der Lage sollte dir ein Begriff sein. Und dann hat Martin die geniale Idee, und das sieht man auch wunderbar in dem Video, ein Bett zu bauen aus Laub. Und dieses Bett hat er quasi, da war es so abschüssig, und er hat dieses Bett so gemacht, dass er wunderbar gerade drin liegen kann. Genau das, was Günni vorher ja gesagt hat, was wir machen sollten, weil wenn man eben schräg nach unten ist, ist es nicht gut, schräg nach oben ist es auch nicht gut. Und dann wirft er ihm genau das vor. Und jetzt kommt, er wirft ihm nämlich vor, er hätte doch Moos nehmen sollen, weil das trockener ist. Lieber Günni, es hat den Tag davor geregnet. Das Laub war zumindest halbwegs trocken. Das Moos speichert Wasser viel länger. Das heißt, das Moos wäre viel, viel nässer gewesen als das Laub. Und dann wirft er ihm Martin vor, dass er ja dann mit seinem nassen Schlafsack und alles, der eigentlich wieder stirbt, wie immer. Bei ihm stirbt ja immer sofort jeder. Günni, ich kann dir sagen, der Martin hat eine revolutionäre neue Erfindung dabei gehabt, die ich dir nur empfehlen kann. Die nennt sich Plane. Und die hat er unter seinen Schlafsack gelegt, und da geht kein Wasser durch. Ist ganz krass. Aber wir sind noch nicht am Ende mit seinen Vorwürfen. Wir haben dort aus einer Bergquelle getrunken. Aus einer echten Bergquelle. Was er nicht wissen kann, wir waren auch schon dort oben, wo es 6 Wochen nicht geregnet hat. Das heißt, es ist kein Zusammenlaufen von Regenwasser. Das ist eine richtige Bergquelle. Die bringt mit das beste Wasser raus, das jeder von euch jemals getrunken hat. Ich liebe dieses Wasser. Das ist um Welten frischer als alles, was ihr je im Supermarkt kriegen werdet. Es gibt nichts Besseres. Okay. Das, wo ich dir recht gebe, ist, wir hätten vielleicht nicht vorher das Loch erweitern sollen. Da war halt etwas Erde drin. Ja, Drama, wir werden alle sterben. Ich bin nicht gestorben. Die anderen geht's auch alles gut. Gehen wir zum nächsten Punkt. Ich habe eine Szene gezeigt vom Aufstieg. Ich habe bewusst natürlich nicht den kompletten Aufstieg gezeigt, weil sonst wüsste ja jeder, wo das ist. Ist, glaube ich, ganz logisch. Hier hat er die Aussage getroffen, und die ist vollkommen richtig: Wenn du durch den Wald gehst, dann drehst du Blätter um und und. Seltsamerweise, ich gebe dir da vollkommen recht, aber seltsamerweise an diesem Tag hast du echt nichts gesehen. Die Jungs haben nämlich vor mir hochgegangen, und du siehst hier kaum etwas. Aber was er nicht wissen kann, ist der Einstieg. Dazu muss ich nämlich erst mal wo drüber, also erstmal geht er sowieso zuerst mal Nebenweg, und von dort muss ich dann über was drüber, wo man keine Spuren erkennt, lieber Günni. Und deswegen ist es der geniale Platz, weil ihn eben keiner findet. Okay, du mit deinem Röntgenblick vielleicht, oder wenn du über 3,50 Meter hoch bist, weil da muss man zuerst mal drüber, und dann wird man um den Weg sehen. Das Video, was da entstanden ist, da waren wir bereits weit über 100 Höhenmeter über dem normalen Weg. Und für dich, lieber Günni, 100 Höhenmeter würde ich mal ungefähr mit 1000 Meter bezeichnen bei dir auf dem Land. Das heißt, wenn hier der Weg geht, dann waren wir 1000 Meter daneben, und da müsste uns zuerst mal jemand finden. Also der Platz ist von dem her natürlich perfekt, weil er eben einen Zugang hat, der nicht auffindbar ist. Ist also von dem her geiler Platz. Dann nächstes Thema: Tarnung. Er hat uns vorgeworfen, wir haben keine Tarnung gehabt, keine Gescheite. Klar, wo er dieses Video, was er gezeigt hat, da waren wir noch im Aufbau begriffen, da war noch keine Tarnung da. Und jetzt muss ich dir eins erklären: Du warst ja nicht vor Ort, du kannst es nicht wissen. Es ist ganz einfach so: Der Platz ist quasi hier. Also, wir haben zwei Seitenwände und wir haben eine Rückwand. Das heißt, man weder nach rechts, nach links, noch nach hinten in irgendeiner Art und Weise zu finden. Kann man es nicht sehen. Dann, also wenn das, ja, wie sollte man das so sagen, wenn das hier so runter geht, dann ist hier der Platz, und tatsächlich geht hier so eine Kante runter. Und dort unten, irgendwo ganz, ganz weit unten, ist der Weg. Das heißt, man sieht uns auch von unten keine Chance. Die einzige Möglichkeit, die du hättest, das wäre auf der anderen Seite, das ist ja so ein Tal, also sind auf der anderen Seite ja auch Berge. Dort könnte man uns erkennen, die sind aber dort relativ steil, und da gehen keine oder ganz wenig Wege, das ist mal Punkt A, und es sind ganz viele Bäume dazwischen, also auch diese Richtung, no way, uns zu finden. Wer tatsächlich schon über hier drüber kommt, der steht 15 Meter von unserem Lager oder 20 Meter, ja, da kann ich mich noch so tarnen, er wird mich finden. Also wer so mal so hochkommt, der hat es ja verdient, uns zu finden. Muss man mal ganz klipp und klar sagen. Wobei, jetzt stimmt, genau, die einzige Möglichkeit, uns aufzuklären, ist aus der Luft. Und deswegen war die Tarnung, wie sie fertig war,
nach oben ausgerichtet. Warum nach oben? Und jetzt kommt wieder was, das wird dich jetzt auch überraschen. Aber einige der Jungs, die da dabei waren, haben vor kurzem eine Übung gehabt mit einer Spezialeinheit der Bundeswehr am Truppenübungsplatz, am Hochgebirgstruppenübungsplatz, wo es eben genau darum ging, dass diese Spezialeinheit, das Joint Fire Support Team, mit echten Flugzeugen und echten Drohnen nach die Jungs gesucht haben. Die waren das Feindkommando. Und ihr glaubt es gar nicht, die haben die nicht richtig eingeheizt. Also die Jungs wissen in der Praxis, wie man Schutz nach oben macht. Nicht nur in der Theorie, in der Praxis. Und es gibt kaum jemand, der das mal mit echten Flugzeugen getestet hat. Gut. Ich könnte jetzt nur beliebig weitermachen, aber ganz ehrlich gesagt, das ist mir zu blöd. Ich habe auch nicht mehr alles im Kopf, was er so gesagt hat. Das waren einfach ein paar Sachen, die haben im Gedächtnis geblieben. Und ja. Gut. Wie kam Günni denn eigentlich da dazu, dieses Video so zu zerreißen oder zerreißen zu wollen, was ja im Nachgang etwas verunglimpft ist, aber okay. Ja gut, vielleicht braucht er Klicks, kann ich verstehen, Günni, wenn du Klicks hast, ich habe Klicks dazu, alles ist gut, können wir jederzeit wieder machen. Ist es eine Patentverletzung, weil ich das böse Wort Breakout genutzt habe? Auch möglich. Kann sein. Ist er neidisch, weil ich doppelt so viel Klicks habe wie er? Dann wäre ich richtig stolz, weil Neid muss man sich verdienen. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber könnte ja auch sein. By the way, Günni, du brauchst keine Angst haben, ich gebe keine Kurse. Weil Günni gibt nämlich so Kurse, so nicht Survival-Kurse, Entschuldigung, Breakout-Kurse nennen das ja extra. Die sind auch nicht ganz billig, aber okay, wenn es das wert hat, ich weiß es nicht. Er hat mich noch nie eingeladen. Ja, war ein kleiner Quartenzahn. Ich war selbst schon auf Übung oder auf einem Kurs, sagen wir es mal so, in Prag, Antiterror-Training, 5 Tage kosten dort 1800 Euro. Aber hey, die sind es wert. Okay, ich habe nicht so viel gezahlt, aber es ist ein anderes Thema. Ja, und dann noch an die Abonnenten von Günni zum Schluss. Liebe Leute, die Welt geht morgen nicht unter. Seid mal locker. Oder wie meine Tochter so schön sagt, chillt euer Base. Nehmt mal ein bisschen Spaß mit. Geht's mal raus, habt Spaß, macht nämlich auch richtig Spaß. Also Günni, ich sage zum Schluss nochmal vielen Dank für dieses Video, vielen Dank für die vielen Kommentare und Klicks deiner Abonnenten. Hat mich echt sehr gefreut, können wir jederzeit gerne wieder machen. Bin ich sofort zum Home. Vielleicht sagst du mir nächstes Mal vorher Bescheid. Ja, aber ansonsten, okay. Das war's wieder von mir. Ich sage vielen, vielen Dank, wer bis jetzt zugeschaut hat. Ich hatte mega Spaß mit dem Ganzen, muss ich echt sagen. Ich werde sofort jederzeit wieder machen. Und ja, und ansonsten sage ich bis Freitag 13 Uhr, denkt dran, da kommt das Video Breakout Experiment, Breakout Challenge. Ah, jetzt geht's los. Entschuldigung, Günni, ich nehme alles zurück. Blackout Experiment und Blackout Challenge. Ja, so schnell kann es gehen. Also, fährt euch!